Das ist ein gutes Stück. Warte, bevor wir jetzt aber zum neuen PC kommen, müssen wir eigentlich erstmal klären, was der alte eigentlich drin hatte, wa? Um natürlich einen guten Vergleich herzustellen, brauchen wir ja nicht nur zu wissen, was im neuen drin ist, sondern natürlich auch, was im alten drin war. Dieser PC ist ja schon fast 5 Jahre alt, den habe ich mir geholt, kurz bevor die 30er RTX-Reihe rausgekommen ist. Heißt, hier drin haben wir noch eine RTX 2070 und eine AMD Ryzen 7 2700X. Das Ganze hat mich natürlich sehr geärgert damals, dass ich den PC dann doch hatte und dann ein paar Monate später, also wirklich kaum was danach, wurde die 30er-Reihe an RTX-Karten vorgestellt und dadurch war auch schon mein PC zu dem Zeitpunkt, obwohl ich den neu geholt hatte, schon veraltet quasi. Und das habe ich auch wirklich gemerkt in den letzten Jahren. Es gab hier und da immer wieder Performance-Probleme, aber man kennt das Ganze ja. Der neue PC jetzt allerdings hat eine RTX 4070 und eine AMD Ryzen 7 5800X. Ich glaube sogar 3D. Das heißt, da ist, glaube ich, so eine interne Grafikkartending da eingebaut. Ich bin mir nicht sicher, was das 3D bedeutet. Ist auch nicht wichtig, ich habe ja eine Grafikkarte. RAM war am alten PC nur 16 GB dabei, hatte ich aber später dann aufgestockt auf 32. Ich habe aber vielleicht nicht auf die Speedzahl wirklich geachtet. Dieser neue PC hat jetzt aber tatsächlich gleich von Anfang an 32 GB. Es waren jetzt aber genug Details, wir wollen ja nicht zu tief reingehen und ich kenne mich auch nicht wirklich zu sehr damit aus, weil ich ganz ehrlich. Darum würde ich sagen, machen wir jetzt das Unboxing und danach schauen wir uns mal ein paar Vergleiche an, wie die Performance in Games ist. Extra CPU-Stuff. Interessant. Also ich weiß es nicht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das ganze Zeug auch bei meinem alten PC dabei war. Ich habe irgendwas gelöst und ich bin mir nicht sicher, was. Warum eh nicht? Mir ist das hier so blöd. Er ist frei. Wäre schlau, wenn man auch einfach mal liest, was draufsteht. Also wenn ich das richtig sehe, kann man aus irgendwelchen Gründen hier die Unterseite ausnehmen. Sich deinen Rechner von unten anschauen. Ja, ne? Sieht aus wie ein PC tatsächlich. Jetzt erwartet. Vorne, Unbutton. Ich habe keine Ahnung, was die anderen beiden Buttons hier sind. Wahrscheinlich irgendwas für Licht oder sowas, kann ich mir vorstellen. Kopfhörer und Mic. Und 2 USBs. Ich würde sagen, ich stelle das Ding jetzt mal auf und schließe mal Sachen an oder sowas und dann sieht man wieder was vielleicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich den PC anmache, wa? Einen Moment bitte. So, wir wollen Deutsch. Deutsche Land, da wohnen wir. Es ist jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass ich natürlich so einen komplett neuen Windows 11 Start habe, weil ich bin ja upgraded von Windows 10 auf 11. Heißt, das habe ich so noch nicht gesehen. Also ich muss sagen, es ist ja hier alles recht schön aus und modern, ne? Aber fühlt sich halt immer noch an wie halt wie ein altes Betriebssystem. Aber Windows 12 soll ja wahrscheinlich nächstes Jahr kommen, ne? Oder das Jahr drauf, irgendwie sowas. Und sie sich ihren ersten Monat PC Game Pass 15 Euro. Ah, ich denke nicht. Das finde ich stark, dass sie beim Setup sogar schon Werbung machen. Hier sind wir. Lol. So. China PC quasi. Jetzt kannst du richtig losgehen. Genug jetzt aber vom Aufbau. Kommen wir jetzt nun zu dem, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Wie ist die Performance? Zuerst muss ich sagen, ich bin ja nicht wirklich ein großartiger PC-Gamer. Ich habe nicht allzu viele PC-Games. Aber es gibt hier ein paar Sachen, die wir trotzdem noch testen können. Ich muss auch natürlich erwähnen, es gibt ein paar Sachen, die sich nicht wirklich lohnen zu vergleichen. Zum Beispiel Spiele wie Genshin Impact, welche gecapped sind auf eine gewisse Framerate und welche ich schon mit meinem alten PC auf 60 FPS erreicht habe. Meistens lohnt sich jetzt nicht zu vergleichen. Oder andere Sachen, die sich nicht lohnen, wie N64-Emulation oder zum Beispiel der Mario 64 PC-Port. Das sind alle Sachen, die haben vorher schon gut funktioniert auf meinem alten Rechner und die funktionieren jetzt genauso gut. Also da macht es keinen Unterschied jetzt. Was wir uns jetzt aber anschauen, sind zum Beispiel Rocket League, Outlast Trials, Minecraft, Samu und Yuzu. Die letzten beiden sind zwar auch Emulatoren, aber da die aber für neue Konsolen sind, haben die meistens schon ein paar Performance-Probleme, vor allem auf meinem alten Rechner gebracht. Darum lohnt es sich auch die Vergleich. Ich möchte jetzt auch anmerken, ich bin kein Tech-Reviewer, also ich werde das hier wirklich ganz grob und wie ein richtiger Dulli jetzt vortragen einfach, okay? Falls ihr wirklich zu ganz spezifischem Zeug gehen möchtet oder sehen möchtet, dann seid ihr auf jeden Fall hier falsch. Fangen wir aber an mit Rocket League. Rocket League hatte auf meinem alten PC um die 140 bis 170 FPS, was auf dem neuen so fast das 3- bis 4-fache davon ist, mit 440 bis ungefähr 600 FPS. Outlast Trials liegt auf meinem alten PC um die 60 bis 90 FPS. Also es hat gerade so flüssig funktioniert, aber es gab hier und da ein paar Ruckler natürlich. Auf dem neuen PC allerdings hat es sich das Ganze verdoppelt mindestens auf 130 bis 210 FPS, was man auch tatsächlich merkt. In Minecraft habe ich 2 Tests gemacht, einmal mit nur 12 Chunks Sichtweite, weil das so der Standard war, den ich früher gerne genommen habe, weil dort lief es am besten meiner Meinung nach. Und dann habe ich noch einen Test gemacht mit allen 32 Chunks in der Sichtweite für den maximalen Test. Auf meinem alten PC lief Minecraft mit 12 Chunks Sichtweite zwischen ungefähr 140 bis 360 FPS,
Das ist ein bisschen großzügig, ne? Aber es gab natürlich meistens einen Drucklau und wir befinden uns wahrscheinlich eher so in einem Bereich von 200 FPS. Auf dem neuen PC allerdings ist das Ganze tatsächlich 3- bis 4-mal so stark. Da war das Niedrigste, was ich gesehen habe, um die 710 FPS bis dann maximal 1080 FPS, was wirklich wow ist. Und das ohne Mods. Das ist auch krass. Also ohne Performance-Mods. Einfach Standard-Game. Ja, kann sich sehen lassen. Und der Maximaltest mit 32 Chunks war auf dem alten PC tatsächlich gar nicht gut. 30 bis 120 FPS hatte ich dann nur. Also das war schon sehr, sehr ruckelig. Und auf dem neuen PC hat sich das Ganze tatsächlich bis zu 4- oder 5-fach sogar mit 150 bis 640 FPS. Was tatsächlich eine bessere Leistung ist als auf meinem alten PC mit nur 12 Chunks. Kommen wir zu Samu, dem guten alten Wii U Emulator. Dann habe ich Breath of the Wild getestet mit der FPS++ Mod, sodass ich mehr FPS haben kann. Da ich einen 165 Hertz Screen habe, habe ich auch ausgewählt, dass man 165 Hertz maximal rausholen kann. Auf meinem alten PC sind dabei letzten Endes im Game nur um die 30 bis 47 FPS dann rausgekommen. Also ich habe nicht mal 60 FPS erfüllt. Und insgesamt ist es auch recht ruckelig. Und auf dem neuen PC hat sich das Ganze wieder verdoppelt bis verdreifacht mit 90 bis 120 FPS. Und in manchen Szenen, wo nicht so viel zu sehen ist, ganze 165 FPS tatsächlich. Kommen wir nun zu Yuzu. Da gibt es tatsächlich überraschenderweise nicht so viel zu sagen. Hierfür habe ich natürlich Mario Kart 8 Deluxe getestet und eine vielleicht ein bisschen anspruchsvollere Strecke wie Wii Rainbow Road, da die so viele Effekte hat. Aber da sind tatsächlich in beiden Fällen einfach volle 60 FPS rausgekommen. Also ja, gibt es hier nicht viel zu sagen. Allerdings einen anderen Test, den ich noch gemacht hatte, war, ich habe die Wii Rainbow Road Mod von dem letzten Mario Kart 8 Modded Video genommen, welche auf meinem alten PC wirklich grausam performt hat. Dabei sind zwischen 45 bis maximal 58 FPS rausgekommen. Also das hat schon sehr geleckt und dadurch auch zu einem großen Slowdown geführt. Da das immer so anspruchsvoll war für meinen alten PC, dachte ich, mach den gleichen Test nochmal mit dem neuen PC. Und da ist tatsächlich ganze, glatte, komplette 60 FPS rausgekommen. Heißt, auch solche Sachen sollten in der Zukunft wahrscheinlich kein Problem mehr sein. Damit sind alle Tests gemacht eigentlich. Was heißt, wir sind auch relativ am Ende dieses Videos angekommen. Jetzt ist schon wieder ein Weilchen her, seitdem ich so ein Video gemacht hatte. Das letzte war tatsächlich zu diesem wundervollen Mic, was jetzt auch schon wieder bald ein Jahr her ist. Aber ich denke auch, dass das jetzt erstmal so bleiben wird, weil ich denke nicht, dass ich nochmal irgendwas technisch mäßig hier aufwerten werde. Und falls doch, glaube ich, nichts, was ein Video jetzt wirklich lohnt zu machen zu. War das ein Satz? Ich glaube. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns wieder. Bye-bye.